freue mich jetzt richtig, dass ich den Baum jetzt da gefunden habe, weil ich muss ehrlich zugeben, es war gar nicht leicht, dass ich so ein schönes Baumkatzerl da bei uns in der Gegend gefunden habe. Kennt ihr wahrscheinlich alle, den Baumkatzerlstrauch oder die Saalweide, ist ja eine heimische Weide. Und das ist ein absoluter Baum der Superlative. Wieso das so ist, das werde ich euch heute erklären. Und ich hoffe, dann setzt ihr euch auch an daheim. Ja, was ganz interessant ist beim Baumkatzerl, das ist eine zweihäusige Pflanze. Was heißt das schon wieder? Das heißt, es gibt männliche und weibliche Baum. Das zum Beispiel da, das sind männliche Kätzchen, also das ist ein männlicher Baum. Ach, die riechen auch irrsinnig gut, müsst ihr mal riechen, das ist richtig ein feiner Duft. Die weiblichen sind eher länglicher, die können so fast 10 cm lang werden. Und die Mandeln sind mehr so kleine, so wuschelige, kleine liebe Baxeln. Und was den Baum so extrem wertvoll macht, um die Zeit blüht er noch fast nichts. Er blüht übrigens, wie man sieht, vor dem Laub austritt, da ist noch kein Laub heraus. Ist die wichtigste Nahrungsquelle jetzt für unsere Insekten. Für die Bienen, Honigbiene, ich höre es eh schwirren oben, also da ist ganz schön was los. Aber auch Wildbienen, Hummeln und was meine ich, und die Schmetterlinge, die Dachfalter, die überwintern über den Winter, die brauchen ja jetzt, wenn sie munter werden, richtig Stoff. Und den holen sie sich da. Also ganz eine wichtige Nahrungsquelle um die Zeit. Das ist doch ein schöner Baum, oder? Die Salbeiden. Dass sie jetzt im Frühling so eine richtige Labstelle ist für unsere Insekten, ist die eine Komponente. Aber die andere, was auch so wertvoll macht, sie ist die bei Weitem wichtigste Nahrungsquelle im Sommer, nämlich dann, oder das Futtermittel für unsere Schmetterlinge. Um die 100 Schmetterlingsarten ernähren sich, also ihre Raupen, die legt die Eier drauf, und die Raupen ernähren sich von der Saalweide. Also wenn ihr irgendwo eine Saalweide stehen habt, vielleicht am Waldrand oder es habt eine feuchte Stelle, wo so eine Weide wächst, lasst es unbedingt stehen. Ist extrem wertvoll. Es gibt keinen Baum bei uns, bei dem sich so viele Schmetterlinge drauf entwickeln. Übrigens auch Käfer. Ganz viele Käfer sind auf der Saalweide. Ja, und wenn so eine Saalweide einmal ein paar Jahrzehnte Zeit hat, dann kriegt es eigentlich ein Rinden wie aus dem Bilderbuch. Das ist eine richtige Landschaft mit dem Moose, mit so tiefen Krater. Also auch von dem her unglaublicher Zierwert. Ja, überraschenderweise ist für mich als Gartengestalter oft auch gar nicht so leicht, dass man eine Saalweide setzt in den Garten. Vielleicht weil irgendwo so eine gewisse, was auch nicht, Geringschätzung herrscht, dass man sagt, das ist eine Weide, die wächst eh überall, aber es ist ein Spitzenhausbaum, weil er von der Größe her so nett ist. Der wird so 5, 6, vielleicht 8 Meter, wenn er ganz alt ist, vielleicht noch ein bisschen größer. Also war richtig ein lässiger Schattenbaum. Du kannst ihn einzeln setzen, du kannst ihn aber auch in einer schönen Gruppe setzen, wirkt sehr malerisch, oder einfach irgendwo einen Strauch hinsetzen und wachsen lassen. Ich tue mir selber was Gutes, weil ich habe einen schönen Strauch, ich kann mir meine Baumkatzerl anschneiden, kann dran riechen. Und die Insekten werden es dir danken, absolut. Wer dort runter geht, der weiß, was los ist. Da wird sich was. Ja, deshalb möchte ich heute abschließend einmal einen flammenden Appell an euch richten. Wenn ihr was da wollt, für die Natur, für die Insekten, für die Bienen, für die Wildbienen, für die Hummeln, für die Schmetterlinge, dann setzt euch so eine Weide in den Garten. Das werdet ihr sehen, die wird auch euch erfreuen, weil es so ein vielseitiger, ein schöner Baum ist, der es wirklich verdient, dass man wieder mehr an ihm denkt. Echt ein herrlicher Baum. Ja, wenn so eine Saalweide selber vermehren wollt, dann macht das für die am besten mit Steckhölzern. Dann wisst ihr selber, ob es ein Mandel oder ein Weibel ist, weil genau das Geschlecht, was ist, ist natürlich dann wieder, weil so wächst es wieder weiter. Und sucht euch einen Ast, der jetzt nicht unbedingt Baumkatzerl oben hat, sondern eher im Wachstum ist. Von der Zeit her, Februar, März war ganz gut. Das zeige ich euch, wie das geht. Das ist ganz ein lässiger Ast, den nennen wir sie. We'll be right back.
Ja, da macht euch so die Stickeln, die schneidet da rein nach oben, das ist jetzt nicht so genau. Es wird wahrscheinlich auch nicht jetzt anwachsen, die Salweide ist jetzt nicht so der perfekte Bewurzler, aber meistens Hälfte, zwei Drittel wächst an. So, macht euch so die Stickel da rein noch. Also ohne großartig da jetzt schauen. Die schauen dann ungefähr so aus, so von der Länge her, und haben jeweils einige Knospen oben. Wenn ihr das so habt, nehmt ihr diese Flächen und ungefähr ein Drittel bis maximal die Hälfte steckt in die Erde rein. Die natürlich schön weich vorher vorbereitet worden ist. Wir lassen natürlich die Saalweiden da jetzt nicht herin und dann auswachsen. Im Sommer schauen wir, welche angewurzelt haben, sehen wir dann schön, weil die haben Blätterl. Und die könnt ihr nachher im Herbst rausnehmen oder im Folgejahr, im Frühjahr, und irgendwo an einer schönen Stelle im Garten sitzen. Also, die sticken wir jetzt noch fertig. So. Und dann eigentlich nur mehr Wassermarsch, gut eingegossen. Und das ist jetzt ganz wichtig, es dürft ihr es jetzt wirklich nicht mehr vertrocknen lassen. Wenn die jetzt einmal jetzt trocken haben, ist klar, die hat ja noch keine Wurzeln, dann ist es hin. Ja, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr es mögt, dann dürft ihr es gerne liken, freut mich immer. Und wenn ihr mehr über so Sachen erfahren und wissen wollt, es kommen regelmäßig Beiträge, dann würde ich mich noch mehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Ich schaue, dass spannend und interessant und vielfältig bleibt. Also, viert euch!